Hallo, ich bin Susanne und ich bin die Gründerin von monomer.de. Wenn ihr an euren bisherigen Tag zurückdenkt, welche Produkte aus Plastik habt ihr bisher benutzt oder vielleicht schon weggeworfen? Vom Duschgel übers Shampoo, Joghurtbecher, Kaffee zum Mitnehmen, sicherlich eine ganze Menge. Jeder Deutsche produziert im Jahr 13 gelbe Säcke. In dem Haus, in dem ich wohne, sind es allein 520 gelbe Säcke im Jahr. In ganz Konstanz 1.040.000 gelbe Säcke im Jahr. Gleichzeitig haben 2012 60% der Deutschen gesagt, dass es ihnen wichtig ist, im Alltag darauf zu achten, Müll zu vermeiden. Viele Menschen sind inzwischen Teil einer Bewegung, die ganz oder teilweise auf Plastik verzichten. Und diese Menschen suchen plastikfreie Alternativen zu herkömmlichen Produkten. Produkte wie dieses Deo zum Beispiel, ganz ohne Plastikbestandteile und nur in einer Papierhülse verpackt. Was ist das Problem? Das Problem ist, Produkte wie dieses sind sehr schwer zu finden. Menschen, die plastikfrei leben, verwenden viel Zeit darauf, plastikfreie Alternativen zu recherchieren und diese dann in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften und Online-Geschäften einzukaufen. Das kostet Zeit, Nerven und Geld. Da hilft monomer. Monomer ist ein Online-Shop für plastikfreie Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Haushaltsbedarf und Bürowaren. Plastikfreie Produkte, das heißt ohne fossiles Plastik hergestellt und verpackt. Monomer kuratiert diese Produkte und verschickt sie anschließend plastikfrei, ohne Plastikklebeband, ohne Luftpolsterfolie. Monomer ist dabei kein Marktplatz wie zum Beispiel Amazon, sondern ein ganz klassisches Einzelhandelsgeschäft, das bei Herstellern oder Großhändlern gute Produkte einkauft und sie an Kundinnen und Kunden verkauft. Die Kundinnen und Kunden können dabei sicher sein, dass sie diese Produkte absolut plastikfrei und nachhaltig sind und sie ersparen sich eine Menge Zeit für die Recherche und damit auch eine Menge Geld. Monomer ist vor einigen Wochen online gegangen und hat bereits erste Kunden gefunden. Vielleicht zählt ihr ja auch bald dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, ich kann doch als Einzelner ohnehin nichts tun, das bringt doch überhaupt nichts, das stimmt so nicht. Ich selber lebe auch plastikfrei und ich zeige euch jetzt meinen Plastikmüll der vergangenen 6 Monate. Voilà, also ein gelber Sack in 6 Monaten.